Servus YouTube und herzlich willkommen hier zur 10. Folge unserer FIFA 21 Karriere mit dem FC Barcelona. In der heutigen Episode nähern wir uns immer mehr und mehr der heißen Phase dieser Saison mit dem Champions League Viertelfinale gegen Piemonte und CR7 und auch einem Ligaspiel gegen Atletico Madrid. Bevor wir jetzt so richtig loslegen, wisst ihr natürlich, was zu tun ist, Leute. Lasst gerne viel Liebe da, ob das jetzt ein Daumen nach oben ist, ein netter Kommentar oder falls ihr neu auf dem Kanal seid, das Abo und die Glocke natürlich, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und während wir jetzt hier ins erste Spiel der heutigen Folge reingehen, in der Schnellsimulation gegen Udine Levante und dieses dann schlussendlich auch durch den Doppelpack von Oyarzabal mit 2:1 gewinnen, wollte ich nochmal kurz anmerken, dass es auch einen bestimmten Grund hat, warum jetzt als Beispiel diese Folge hier doch etwas länger gebraucht hat als 2 Tage. Und zwar bin ich in dieser Woche von Dienstag bis Freitag nicht zu Hause. Was bedeutet, dass diese Folge hier und die Folge danach vorproduziert sein werden, mit unter anderem eben den Spielen in der heutigen Folge und in der nächsten dann hoffentlich mit einem Champions Halbfinale und dem Pokalfinale gegen Athletic Bilbao. Und damit es dazu keine Verzögerung kommt, dachte ich mir, okay, diese Folge kommt dann am Dienstag, die darauf am Donnerstag, Freitag bin ich wieder zu Hause und dann kommt die nächste Folge dann wieder am Samstag. Oh mein Gott, Leute, seht ihr das? Alejandro Grimaldo, er ist wieder fit, es fühlt sich wie eine halbe Ewigkeit an, aber endlich ist unser Linksverteidiger wieder da. Man muss aber auf alle Fälle zugeben, in der Zeit wurde er sehr gut ersetzt, egal ob von einem Alaba, von einem Hernandez oder auch von Weindahl. Das nächste Ligaspiel steht an und Hernandez will, wie es aussieht, unbedingt von Anfang an spielen. Das nächste Spiel in der Liga steht an. Es geht ran gegen Granada. 3 Tage danach ist Atletico Madrid schon an der Reihe. Das heißt, wir werden hier auf die absolute Jugendmannschaft setzen und hoffen, dass wir trotz alledem in der Schnellsimulation das Spiel irgendwie über 90 Minuten gewinnen können. Und hoffentlich tun wir das auch. So sieht es aus. 3:2 Sieg, Doppelpack von Trincao und Messi, der Reinkampf für Coutinho, ebenfalls mit dem Treffer. Also ich weiß ja nicht, ob ihr es gerade schon bemerkt habt, aber Mikel Oyarzabal steht jetzt einfach mal bei einer Gesamtstärke von 89. Und damit ist der Kerl tatsächlich, ich weiß echt nicht, wie er das macht, aber er ist einfach von einer 84er Gesamtstärke, da wo als Beispiel unter anderem ungefähr eine De Ligt oder Grimaldo oder sonst wer in der Startformation stand, ist er einfach mal zu den Top 3 Spielern hier in dieser Startelf aufgestiegen. Vor ihm sind nur noch Messi und Ter Stegen. Warum halten sie an Messi fest? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, weil er einer der besten Spieler, vielleicht sogar der beste Spieler aller Zeiten ist? Was ist das für eine Frage? Übrigens sieht die La Liga-Tabelle für uns momentan mehr als nur rosig aus. 8 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten und auf Atletico Madrid, gegen die es gleich rangeht, sind es sogar 9 Punkte. Bedeutet, wir konzentrieren uns von der Startelf gerade deutlich eher auf das kommende Spiel in der Champions League gegen Piemonte, als jetzt hier alles reinzuwerfen gegen Atletico. Trotzdem wollen wir das Spiel natürlich gewinnen. Wir sehen uns im Wanda Metropolitano wieder zu diesem unfassbar interessanten Spiel hier. Erster gegen Dritter in La Liga. Ich bin gespannt. Let's go. Es ist nicht das Duell Erster gegen Zweiter in der Liga. Es sind 9 Punkte zwischen uns. Es ist für Atletico Madrid definitiv die letzte Chance, hier überhaupt noch irgendeine Chance für den Ligatitel zu haben. Wir können das Ganze schon eher ein bisschen locker angehen lassen. Sind hier aber auch mit Leuten wie Depay, Pogba oder auch Ter Stegen im Tor alles andere als schlecht aufgestellt. Und damit gehen wir rein ins Spiel und sehen uns in der ersten Szene wieder. Los geht's. Coutinho, Pogba, schön durch die Lücke für Ansu Fati, und der wird abgefälscht. Ja, schade. Erste Gelegenheit nach 24 Minuten, kann man sagen. Auf unserer Seite bin ich doch ganz zufrieden, weil bisher ist das Spiel doch schon ziemlich träge, würde ich sagen. Also kaum Gelegenheiten auf beiden Seiten. Ballgewinn, Kamavinga, schönes Ding. Memphis wartet nach einem Hacken auf Coutinho, zieht den Ball in die Mitte. Oh, ich wollte ihn auf den rechten Fuß legen. Das hätte das 1:0 sein müssen. Ecke zu den K.O. Kommt die gefährlich? Ja, sie kommt gefährlich. Die legt mit dem Kopfball am Tor vorbei. Jetzt muss das 1:0 doch langsam mal fallen hier. Das kann doch nicht sein. Das schönes Auge für Francisco Trincao. Und der hat jetzt mal Platz hier auf der rechten Seite. Trincao! 46. Minute, die Nachspielzeit, sie beginnt gerade und Trincao, nachdem er im letzten Ligaspiel den Doppelpack geschnürt hat, jetzt mit dem Tor gegen Atletico Madrid und es ist ein verdammt wichtiges, kurz vorm Ende der ersten Halbzeit. Oblak schien bisher einfach nicht zu schlagen gewesen zu sein. Ihr wisst, was ich meine. Unser Trainer trägt wieder Klamotten. Freut mich auch für den Kerl hier, dass er nicht nur mit Trikot an der Seitenlinie stehen muss. 4. Saisontor für Trincao und es ist ein verdammt wichtiges Tor. Konter nach Eckball
für Atletico Madrid. Das ist Memphis Depay. Der hat hier auch mal wieder den Tempo-Vorteil gegen die komplette Verteidigung. Memphis Depay, Memphis Depay! 57. Minute. Wahnsinnstor von Memphis. 57. Minute, 2:0 für Barca. Ganz, ganz stark gemacht hier aus der Kontersituation heraus. Ich glaube, Fati war es mit dem Ball ganz nach vorne für Memphis. Und der bleibt dann da dran. Und die Teamkollegen denken sich, spiel doch. Aber nein, er braucht nicht spielen. Arjen Robben von der linken Seite. Er wäre auf jeden Fall stolz. Ganz, ganz stark gemacht hier ins lange Eck boxiert. Da sehe ich Sergio Roberto. Miese Zeiten auf jeden Fall bei Atletico Madrid. Diego Simeone genauso unglücklich. Und für uns sieht's gut aus. 11. Ligator für Memphis Depay und ja, 2:0. Kann man machen. Tinio mit dem Auge für Depay. Macht er hier den Doppelpack oder oben? Der Ball für Fati Ansu. Fati! 62. Minute. Depay und Fati, die eigentlich eher so Konkurrenten sind, für ihre Position mit einem wunderbaren Zusammenspiel. Es steht 3:0. Atleti ist geschlagen. Und für uns ist das Spiel eigentlich gegessen. Und ich sag euch, wie es ist. 3:0 Sieg gegen Atletico Madrid. Das schreit doch schon so danach, als dass wir jetzt einfach zum Endergebnis springen. Und genau das machen wir jetzt auch. Und standardmäßig, wie es sich gehört für diese Karriere hier, passiert natürlich gar nichts. So, Leute. Jetzt wird's aber wirklich verdammt ernst. Champions League, Viertelfinale. Piemonte Calcio ist der Gegner. CR7 gegen Messi 2:0. Boss, bei meinen Fortschritten würde ich gerne über mein Gehalt... Was für Fortschritte? Ich bringe so viel für die Mannschaft? Was? Verpiss dich, Junge. Konzentrier dich auf Fußball. Die Frage auf der Pressekonferenz: Könnte Piemonte Calcio gewinnen? Und ich würde mal sagen, möglich ist alles. Und damit gehen wir rein ins Spiel. Cristiano Ronaldo gegen Lionel Messi. Ein Duell, was seine Wurzeln in La Liga gefunden hat, was wir diese Saison erst in der Champions League Gruppenphase erlebt haben. Also hier in unserer Karriere zumindest. In echt haben sie noch nicht gegeneinander gespielt. Und jetzt also das erneute Aufeinandertreffen im Champions League Viertelfinale. Nachdem wir unter anderem Atalanta Bergamo mit Problemen im Hinspiel geschlagen haben, jetzt also gegen Piemonte, gegen Juventus Turin, die sich im Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen Borussia Dortmund gegen Schwarz-Gelb durchgesetzt haben. Die Formation der alten Dame, sehr interessante Dreierkette mit Weston McKennie irgendwie da drin. Keine Ahnung, was er da zu suchen hat. Busquets, Arthur davor, rechts Shaqiri, links Alexandro, Dybala auf der 10, Morata, der uns super große Probleme bereitet hatte in der Gruppenphase neben Ronaldo, also in der Doppelspitze. Auf unserer Seite haben wir gerade das Problem, dass viele Spieler noch sehr übermüdet sind von dem Spiel gegen Atletico Madrid. Dazu zählt unter anderem ein Matthias de Ligt. Damit also Ter Stegen im Tor, Pereira, Upamecano, Hernandez und Grimaldo bilden die Viererkette. Alaba, De Jong davor auf der Doppel-6, Messi auf der 10, Oyarzabal rechts, Memphis links und Lautaro Martinez ganz vorne in der Sturmspitze. Martinez, Messi, Messi, Martinez vorbei an Chiellini. 5 Minuten. In der 5. Minute steht es schon 1:0. Lionel Messi ist am Zug. 1:0 im Duell Barca-Juve, 1:0 im Duell Messi-Ronaldo, ganz, ganz stark im Zusammenspiel. Hier Lautaro und Messi, man kennt sie natürlich. Und dann ist Chiellini schon wohl ein bisschen zu alt, in die Jahre gekommen, hat nicht mehr das beste Tempo, kann den Zwerg nicht aufhalten. Der läuft da ganz locker vorbei. Unser Trainer freut sich, ich freue mich genauso, denn wir führen nach 4 Minuten 1:0 hier gegen Juve. Ganz, ganz stark gemacht und bereits das wievielte Tor, das 4. für Messi in der Champions League. Jung. De Jong oben mit dem Auge für Oyarzabal. Mikel Oyarzabal. Oyarzabal! 17. Minute. 2:0 für Barca. Es ist der andere Shootingstar in dieser Saison. Man muss es einfach sagen. Leute haben mich dafür kritisiert, dass ich ihn geholt habe. Anstelle von Sterling oder einem Sadio Mané. Aber er mausert sich genau zu diesen Leuten. Zu dieser Kategorie würde ich sagen, gehört Mikel Oyarzabal mittlerweile. 89er Gesamtstärke. Und so ein Ball, das ist keine Kunst für ihn. Das ist mittlerweile gar keine Kunst mehr, so ein Ding ins lange Eck zu befördern. Da stellen sie da absolut keine Möglichkeiten an, mehr ranzukommen. Zweites Tor in der UEFA Champions League. Oyarzabal, absolut stark und vor allen Dingen mehr als nur unerwartet. Also der Senkrechtstarter der Saison, würde ich sagen. Memphis. Oh, 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 oh.
Es ist zu gut, Leute. Es ist einfach zu gut. Es ist zu gut. 22. Minute und es steht 3-0. Depay, Ball über die Abwehr. Kein Abseits, weil ich glaube, ich weiß nicht, wer es da ist. Demiral hebt es auf oder McKennie oder sonst wer. Und Messi mit seinem zweiten Streich, Volley, sogar mit rechts, macht er das hier problemlos zum dritten Streich. Und es ist der absolute Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Boah, Messi gewinnt den Ball nach der Ecke. Was ist denn los bei Juventus? Was ist denn los? Die kommen hier gar nicht hinterher. Messi schickt Martinez. Kommt Martinez ran? Ja, kommt er ran. 4-0. 4-0. Wir haben nicht mal die 30. Minute in dieser Partie. Barcelona verprügelt Juventus Turin. Da muss man ja schon glatt aufpassen, dass das hier noch jugendfrei bleibt. Also das ist ja noch schlimmer als die Klatsche, die Barca gegen Bayern bekommen hat, weil es hier 4-0 steht. Und wir sind noch nicht mal bei der 30. Minute angelangt. Wirklich, der absolute Wahnsinn. Oh, McKennie, der kommt da nicht mal aus seiner eigenen Hälfte raus. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Euer Savall mit dem zweiten Tor. Messi mit dem nächsten Scorer. Ich weiß nicht, wie viele Scorer er heute schon gemacht hat. Ich glaube, wir sind jetzt bei 6 Toren. Das halbe Dutzend ist übrigens voll. Um den gleichen Spruch zu machen wie damals bei Deutschland gegen Brasilien. Und ich glaube, Messi hat bei 6 Toren mindestens 5 Scorer. Also ich glaube, 6 nicht. Ein Tor war, glaube ich, von Martinez vorbereitet. Aber ansonsten läuft hier, glaube ich, alles, egal ob Tor oder Vorlage oder sonst was, über Messi. Und jetzt ist Juventus mal durch. Und jetzt hat, glaube ich, Ronaldo sein Tor, oder? Nee, hat er doch nicht, denn es ist wieder mal Alvaro Morata, der uns hier in der 53. Minute ein Tor reindrückt. Ja, ich frage mich eigentlich, ob dieses Duell Ronaldo gegen Messi heißt oder eher Messi gegen Morata heißt. Meccano schickt Memphis. Oh, wunderbares Tor. Der Spielstand entspricht dem Deutschland-Brasilien-Spiel jetzt 1-1, 7-1, Memphis mit dem 7. Streich. Oh, jetzt ist Ronaldo durch und Ter Stegen lässt es halt einfach nicht zu. Er lässt es nicht zu bei einem Stand von 7-1. Jetzt haben wir den Konter auf der anderen Seite. Euer Sabal ganz, ganz frei durch. Oben ist Depay frei. Und dann gäbe es sogar noch fast das Eigentor hier von Chiellini. Und jetzt Pogba gegen seinen Ex-Verein zum 8-1. In der 81. Minute, passenderweise. Eieieiei. Da gehen mir die Eis so ein bisschen aus. Auf jeden Fall 8-1 Sieg im Hinspiel gegen Cristiano Ronaldo und Piemonte, Juventus, Turin, Calcio, wie man es auch immer sagen möchte. Es ist am Ende eine absolute Klatsche. Eine Klatsche, die einem ja vermuten lässt, dass wir das Rückspiel in Barcelona eigentlich gefühlt gar nicht antreten brauchen. Zwischendrin wird mal wieder simuliert, unter anderem in der Liga gegen Athletic Bilbao. Da simulieren wir mit unserer Jugendmannschaft und gehen rein in die Schnellsimulation, hoffen auf ein gutes Ergebnis und so sieht es aus. 2-1 Sieg, wir sind einfach nicht zu schlagen, Leute. Pedri, der Leihspieler von uns, der gute Kollege, mit dem Tor, Dest auf der anderen Seite und Trincao wieder mit dem nächsten Treffer. Ja, du schaust auf jeden Fall ganz nett aus. 2-1, 2-1, 2-1, 8-1. Und auch das Rückspiel gegen Piemonte. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Wir werden einfach die Jugendelf reinschicken. Wir haben ein wichtigeres Spiel vor der Tür und das ist, glaube ich, auch in 2-3 Tagen danach. So sieht es aus. Im Pokalfinale gegen Athletic Bilbao geht es daran. Und gerade nach so einem Hinspiel haben wir uns das mehr als nur verdient. Wir schicken also die jungen Wilden nochmal rein gegen Ronaldo und Co. Und mal gucken, wie das Spiel ausgeht. Uns kann es eigentlich herzlichst egal sein, aber es wird sogar noch ein 1-1. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn, was mit dieser Mannschaft abgeht und dass die Jugendelf, selbst die Jugendmannschaft holt gegen diese Truppe von Piemonte Calcio sogar einen Punkt oder ein Unentschieden, wie man es auch immer sagen möchte. Das steht aber jetzt als nächstes an, Copa de España Finale. Da heißt der Gegner, gerade eben schon erwähnt, Athletic Bilbao und das gibt es dann in der nächsten Folge.
Die ist dann vorproduziert, also schreibt keine Kommentare für die nächste Episode, denn ja, ich werde darauf keine großartigen Kommentare eingehen. Ihr könnt aber trotzdem gerne Kommentare schreiben, falls ihr irgendwas anzumerken habt hier. Die Karriere ist ja natürlich noch nicht vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle. Wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Vergesst den Daumen nach oben nicht, das Abo und die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns auf alle Fälle wieder in der nächsten Folge am Donnerstag dann mit dem Pokalfinale und dem Champions League Halbfinale. Wer da unser Gegner sein wird, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, haut da rein und ciao.